Der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender. Wir schreiben das Jahr 2005 und ein neues Dragon Ball Videospiel erscheint in Europa auf dem Game Boy Advance. Aber es ist weder ein DBZ-typisches Prügelspiel wie die Budokai-Reihe oder ein Action-RPG wie die Erbe des Goku-Reihe. Nein, es ist ein seltener Ausreißer in das Beat'em-up-Genre und trägt den Titel Dragon Ball Advanced Adventure. In Advanced Adventure übernehmt ihr die Kontrolle des noch sehr kleinen Goku, der auf das Teenager-Mädel Bulma trifft. Die beiden beschließen zusammen, quer durch die Welt zu reisen, auf der Suche nach den magischen Wunschkugeln namens Dragon Balls. Im Zuge dessen treffen sie auf blaue Prinzen, rotbändige Armeen und grünhäutige Oberteufel und Goku muss beweisen, dass er der Held ist und sich tapfer durch die Welt kämpft. Kurz zusammengefasst, das Spiel folgt der Handlung des Mangas und Animes vom ersten Zusammentreffen zwischen Goku und Bulma bis hin zum Kampf gegen den Oberteufel Piccolo. Der geneigte Dragon Ball Fan meint jetzt sicher, wow, so viel Story wird da durchgenommen. Aber leider ist dem nicht so. Sehr viele Handlungselemente fehlen im Spiel, wie zum Beispiel die Hasenbande, Monster Nummer 8 und Gokus Abstecher nach Pinguinhausen. Aber das Spiel macht das mit seinem abwechslungsreichen Gameplay wieder wett. So kann man die verschiedenen Level in mehrere Kategorien aufteilen. Zuerst hat man die Beat'em-up-Arcade-artigen Gebiete, in denen der Spieler gegen Horden von Tieren, Dinosauriern, Banditen, Soldaten und Dämonen kämpfen muss, bis gegen Ende des Levels ein Bosskampf auf ihn wartet, indem man die Lebensanzeige des Gegenübers so schnell wie möglich leeren muss. Als nächstes hätten wir Fluglevel, in denen Goku auf seiner Überschallwolke am Himmel gegen Gegner kämpft. Leider sind diese Abschnitte etwas kurz, weshalb man während des ganzen Spielverlaufs nicht wirklich ein Gefühl dafür bekommt, was man nun alles auf der gelben Wolke machen kann. Aber im Prinzip hält sich hier das Gameplay sehr an die Beat'em-up-Arcade-Gebiete, mit dem kleinen Unterschied, dass die Überschallwolke immer rechtzeitig unter Goku auftaucht, damit der ja nicht in die Tiefe stürzt. Dann hätte man die 1 gegen 1 Prügel-Level, in denen der Spieler gegen andere Figuren wie in den üblichen Dragon Ball-Prüglern kämpfen muss. Hier gilt es, so schnell wie möglich die Ausdaueranzeige des Gegners zu leeren, um dann mit einer kleinen Reihe von Kombos erneut seine Lebensanzeige gegen Null sinken zu lassen. Diese Art des Gameplays wird vorwiegend bei den Weltkampf-Level bestritten, wobei es ein paar kleine Ausreißer gibt, darunter auch der finale Bosskampf im Spiel gegen den Oberteufel selbst. Die letzte Variante wären dann die Minigames. Da hätte man eines, in dem man Meister Quitte wiederholter Male einfangen muss, dann das Arcade-typische Auto, ich meine Felsblocken zerkloppen, eine Art Boss-Rush-Mode, in dem man gegen alle Bosse des Spiels hintereinander kämpfen muss mit wenigen Heil-Items und zum Schluss noch das Minispiel, das wohl am meisten frustet, in dem man gegen wahllos ausgewählte Figuren im Spiel kämpfen muss, während das Zeitlimit langsam gegen Null rennt. Aber selbst die frustrierendsten Minispiele machen Spaß und das ist das Wort, womit ich Dragon Ball Advanced Adventure wohl am ehesten beschreiben würde. Spaß! Die Figurenporträts und Sprites sind wunderschön in Pixelkunst nachempfunden. Die Level unterscheiden sich von der Palette stark genug, sodass man als Spieler abwechslungsreiche Locations vorgesetzt bekommt und bei den 1 gegen 1 Prügler Leveln wünscht man sich, dass man das Konzept in einem anderen Dragon Ball Spiel im selben Stil weiterverwendet hätte. Zwar hat man das Spiel in knapp 2 Stunden durchgezockt, aber es hat definitiv wieder Spielwert. So könnt ihr zunächst die komplette Story erneut mit Krillin durchspielen und nach weitere im Spiel auftauchende Figuren freischalten, über die ihr dann im weiteren Verlauf die Kontrolle übernehmt. Abschließend bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wie schade es ist, dass das Spiel nach dem letzten Kampf zwischen Oberteufel Piccolo und Klein Goku aufhört, da gerade ab diesem Zeitpunkt das Spiel so richtig in Fahrt kommt und man Lust bekommt, in einem dritten Weltkampf-Level mit einem erwachsenen Goku gegen Piccolo zu kämpfen oder vielleicht in einem weiteren Arcade-Level als Gohan gegen wilde Säbelzahnkatzen sich zu kloppen und. Ein Dragon Ball Z Advanced Adventure als Folgetitel hätte sich meiner Meinung nach richtig angeboten. In der Sammlung 7 Dragon Balls und eure Wünsche werden wahr. Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls? In ihnen steckt die Zauberkraft. Son Goku, du bist unser Held. Du kämpfst dich tapfer durch die Welt. Die Feinde lauern überall. Denn jeder sucht die Dragon Balls. Dragon Balls.